Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen Donnerstag, dem 27. August, hier beim JFD-Devisenradar. Nach kleiner Verweilpause, kleiner Verschnaufpause wollen wir heute natürlich wieder mal ganz konform auf den Devisenmarkt blicken. Und allen voran, da wir dies unlängst ja nicht kommentierten, hier an dieser Stelle auf die Bewegungen von Euro-US-Dollar eingehen, dem beliebtesten Währungspaar schlechthin. Aktuell heute wenig Bewegung im Vergleich zu den letzten Tagen, soll aber kein Grund sein, natürlich hier Trübsal zu blasen, denn möglicherweise sind das ja hier Vorläufer für neue Aufwärtsimpulse oder eben Abwärtsimpulse, kommt ganz darauf an, wie man es eben betrachtet. Wir wollen uns aber mal kurz das große Bild anschauen, Euro-US-Dollar-Wochenchart, bevor wir hier in die kleineren Details gehen. Wir sehen die aktuelle Woche. Hier mit dem Spike nach oben, mit diesem Momentum-Move im Sinne des großen, ich will es fast sagen, Ausverkaufs an den Aktienmärkten, ging es ja hier steil nach oben, wirklich starke Performance. Das Level von 1,14, 1,1455 wurde hier auf Wochenbasis überwunden. Das war auch das kurzfristige Ziel unserer letzten Euro-US-Dollar-Analyse mit Blick hier Etablierung oberhalb von 1,1035, 1,10. Ziel, Horizontalwiderstand 1,14, 1,1455. Dann hier direkt, wir sahen es, der Ausbruch darüber sogar. Doch unschwer zu erkennen ist die aktuelle Kerze in Form eines Shooting Stars, die hier ein Stück weit Ernüchterung mit sich bringt und eben hier die Frage aufwirft, wie geht es jetzt hier weiter? Obacht, wir haben heute Donnerstag, 2 Tage noch Handelswoche, dann endet diese Kerze hier auf Weekly-Schlusspreisbasis und es wäre für alle Bullen ein Vorteil, wenn Euro-US-Dollar hier über dem Niveau von 1,1455, idealerweise hier über 1,1467, dem Hoch dieser Maikerze, dieser Maiwochenkerze hier schließen würde. Wenn es gelingt, wäre hier durchaus in den nachfolgenden Impulsbewegungen eine weitere Aufwärtsbewegung denkbar, die dann eben hier das Level von 1,18-, den Horizontalwiderstand, muss man jetzt ein Stück weit anpassen. Wir haben hier bei 1,18 eine Horizontalzone und hier insbesondere diese Abwärtstrendlinie, diese kurzfristige hier seit 2014. Das ist ein erstrebenswertes Ziel, darauf kommt es an. Geht der Markt dorthin, aufpassen, was passiert. Ein Ausbruch über 1,1877, 1,19 wäre hier sicherlich sehr, sehr bullisch zu werden und dürfte mit Blick auf die kommende Zeit hier ein ganz klar positives Momentum mit sich bringen. Auf Wochenbasis also Obacht geben, wie wir hier rausgehen. Die Daily Range beim Euro-US-Dollar ist, ja gut, aufgrund der starken Bewegung zuletzt, aber wieder deutlich über 100 angestiegen. Im Schnitt sind wir hier im Bereich um 120 aktuell. Und wenn wir hier mit 120 Pips zum Beispiel noch heute, Schrägstrich morgen drauflegen sollten, dann sind wir komfortabel über 1,15 und darauf kommt es letztlich an. Ansonsten ist wohl hier nochmal ein Retest nach unten zu erwarten. Wie sieht das der Tageschart? Ähnliche Situation, Aufwärtsimpuls oberhalb von 1,1035 sowieso präferiert. Hier kurzfristiger Widerstand 1,1155, der Zug nahm Fahrt auf. Und hier sehen Sie auch diese Horizontalhürde bei 1,1455. Da gehen wir jetzt eben zurück nach diesem starken Auftakt vom Montag. Am Vortag oder am nachfolgenden Dienstag ein Stück weit Ernüchterung. Gestern der absolute Durchknall nach unten wieder und jetzt hier mehr oder weniger der Versuch, eine Stabilisierung zu erfahren. Mit Blick auf diese aktuelle Bewegung, Ausgangspunkt, Kerze 5.8. hoch hier eben der Auftakt in diese Woche, lässt sich natürlich hier gut mit Fibonacci arbeiten, um mal zu lokalisieren, wo gegebenenfalls mögliche Umkehrpunkte sind. Wir sehen, wir haben das 38er Retracement unterschritten, laufen auf das 50er zu und hier beim 60er, 61er haben wir auch gleichzeitig noch einen kurzfristigen Aufwärtstrend. Das soll heißen, im Worst Case haben wir hier Spielraum nochmals in Richtung 1,1155 maximal abzufallen. Das wäre hier praktisch auch das Support-Level, was hier als Unterstützung dienen sollte, wenn der Euro-US-Dollar so weit zurückkommt. Soweit ist es ja gar nicht mehr, aber wenn er hier zurückkommt, hätte das hier einen guten Boden für weiter wieder anziehende Preise, die dann auch hier eben deutlich in Richtung 1,18 gehen könnten. Ansonsten ein jeglicher vorheriger Anstieg über 1,1455, der gerade jetzt auf Wochenbasis mit Blick auf die nächsten zwei, also heute und morgen Handelstage sehr, sehr interessant wäre, könnte auch direkt zu weiter ansteigenden Preisen führen, was dann hier die Einstellung des Hochs vom Montag bei 1,1714 wahrscheinlich in Aussicht stellt. Das muss man sehen, kurzfristig wie gesagt Konsolidierung, aber wir haben hier entsprechend diese Tagesunterstützungslevels bereits ausgemacht. Hier im Stundenchart, auch interessant, haben wir es nämlich mit einer Konsolidierung zu tun, die noch keineswegs
überzubewerten ist. Da kann man ja sehr schön einfangen. Im Sinne einer Kanalprojektion sehen wir hier ein Stück weit anpassen, genau diesen Verlauf. Man kann das auch als bullische Flagge interpretieren. Hier diese Fahnenstange, hier die Flagge. Und jetzt wird es Zeit, dass der Markt eben ausbricht. Wochenpivot 1,1260 heißt, hier haben wir im Prinzip gute Ansatzpunkte, um mögliche Bewegungen wieder auffangen zu können. Gerade auch vor dem Hintergrund des Tiefs hier von gestern bei 1,1290. Das heißt hier rein technisch gesehen eine sehr, sehr, sehr schöne Spanne, um den Markt wieder nach oben zu führen. Ansonsten hier in diesem kurzfristigen Abwärtstrendkanal, der auch eben hier, wenn er nicht zu lange geht, als bullische Flagge gelten kann, wären hier alsbald wieder anziehende Preise denkbar. Kurz mal auf Tagesbasis noch, bevor wir in den reinen Intraday-Chart gehen. Saisonalität Euro-US-Dollar. Sie sehen, bis in den September hinein bullisch. Kleine Konspiration hier am Anfang, kleine Rücksetzer, mehr oder weniger Seitwärtsfindung, aber mit dem Start in den September, das wäre nächste Woche Dienstag, hat der Markt hier deutliches Momentum nach oben zu erwarten. Und insofern wird es hier sehr, sehr spannend, wie der Markt sich hier dann letztlich aufstellt. Aber die Chancen im Sinne der Saisonalität hier wieder anziehende Preise zu sehen, sind mal nicht von ungefähr. Das muss man im Hinterkopf haben. Unabhängig dessen, was hier die nächsten Tage passieren könnte, schauen wir mal auf den Intraday-Chart. Wir sehen hier, Moment, das stellen wir mal auf M15 um, einkommendes Momentum, nach unten negativ. Hier allerdings im H1 und höher nach wie vor das bullische Szenario. Wer hier im 15-Minuten-Chart unterwegs ist, der weiß, ich verwende hier gerne den Rainbow. Da sehen wir, dass wir hier just ein neues Tagestief gemacht haben beim Euro-US-Dollar. Und die kurzfristige Struktur lässt erwarten, dass wir hier das Vortagestief antesten. Wenn wir die durchschnittliche Range abarbeiten, dann werden wir hier bei 1,1226, 1,1227 hier möglicherweise, Sie erinnern sich an den Wochenpivot, 1,1260, das wären hier kleine Spikes nach unten. Insbesondere wenn das Vortagestief fällt, ist davon auszugehen, dass Euro-US-Dollar hier seine Average True Range ausschöpft und hier auch das Vormonatshoch von oben nochmal testet. Also neues Tagestief, da sind wir ja just davor, aber insbesondere ein Bruch des Vortagestiefs dürfte hier im Sinne des aufkommenden Momentums, des negativ eindrehenden Momentums für wiederfallende Preise sprechen, die dann hier das Level von 1,1260 in Aussicht stellen. Ansonsten Vortagestiefs, markante Tiefs und Hochs immer im Auge behalten. Hier 1,1290, 1,1260 hier diese Zone. Wenn wir es eben schaffen, oder Euro-US-Dollar vielmehr, hier sich zu stabilisieren, darf man, kann man auch von einer Erholungsbewegung ausgehen, die dann hier diesen Momentum-Drive, der sich hier negativ gerade auffächert, im Sinne des bullischen Momentums kippt. Und hier, dann gehen wir mal direkt auf den modellierten Chart. So, jetzt hier im H1, der dann hier praktisch gerade so noch die Kurve kriegen würde, könnte hier diesen möglichen negativen Rainbow Spin wieder umzukehren. Und was das heißt, wenn das Momentum positiv auftritt, das braucht man nicht groß beschreiben. Dann ist klar, dass hier neue Hochs in Aussicht stehen. Aber wir sind immer noch in der Konsolidierungszone. Hier auf Intraday-Basis, wenn es über das Vor Wochenhoch rausgeht, den heutigen Pivotpunkt 1,1396, machen wir eine runde Nummer draus, 1,14. Das ist aber eben vom aktuellen Niveau doch schon ein Stück weit weg und dann hätte man hier im Sinne der True Range Potenzial bis 1,1440, 1,1450, aber durchaus denkbar, wenn der Markt sich hier stabilisiert, dass es eben schon vorzeitig zu Erholungsimpulsen kommt. Aber rein technisch, wie gesagt, ist eine Konsolidierung am Laufen, die sich auch weiter ausdehnen kann. Allerdings im Sinne des möglichen Momentums bleibt spannend, ob der Markt sich eben hier dann rechtzeitig wieder fängt und neu nochmals in Richtung Hochs strebt oder nicht. Das werden wir mal beobachten. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten, wünsche Ihnen jetzt nochmal einen spannenden Arbeitstag, spannenden Tag an den Märkten. Wenn Sie mögen, hören wir uns später nochmal beim JFD Live Trading TV. Ich sage erstmal danke fürs Dabeisein, wünsche Ihnen noch viel Erfolg. Bis dahin, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.